So, jetzt sind wir bei der nächsten Aufgabe. Was ist in der Box? Also einfach drei Schatztruhen öffnen in der 34-Plus-Zone und den Imitator töten. Ja, ich wusste es eben selber nicht, bevor Dory wieder anfängt zu lachen. Imitator sind halt die Kisten, die lebendig werden. So. Dann. Eigentlich am besten, wie du gesagt hast, Vorstadt, gell? Darfst reden. Jetzt traut er sich nicht mehr. Hallo? Eigentlich, ja, so mehr liefer die Bombe abmachen. Schwäger. Ja, ich bin gerade überlegen, da ist kein Schild, da ist kein Sturm, der ankommt, gell? Nee, das steht dabei. Eigentlich. Da wo epischer Miniboss steht, steht auch eigentlich, ob der Sturm zugeht oder nicht. Ah, diese. Nein, Das liefer die Bombe kann eigentlich gar keinen Sturm zugehen. Weil ne, die das ist nur Bombe muss das. ja transportieren. Stimmt, da muss ja. Stimmt, das ist ja der komische Weg da bauen und alles Mögliche. Also, ich nehme die jetzt einfach. Da sind die meisten Häuser und. Fertig. Ist ganz simpel. Ach, wieder ein Russen. So langsam kriege ich dann doch endlich mal mehr Überlebende. Ganz langsam. Fallen meine Plätze, die erhöhen die sich normalerweise direkt mit dem Level mit. Weil ich weiß, dass meine Level. Deine überlebenden Plätze? Ja. Nee, die kriegst du, wenn du die Kampagne, also die Story quasi spielst. Du musst bei Sturmschildverteidigung gucken, da kriegst du immer Sachen. Zum Beispiel deine Ressourcenkapazität im Inventar wird erhöht und sowas. Okay. Oder Dirtbike-Slots oder Ah, ja. Überlebenden-Slots. Ja, weil vorher konnte ich glaube ich nur 120 Überlebende haben und jetzt, was weiß ich, mit 300 noch was. Deshalb hatte ich angefangen, die quasi rauszuschmeißen. So, noch zwei Abonnenten, dann kommt die vierte Zahl schon. Ja, dann gehen wir mal auf Schatzsuche. Machst du, ich suche einfach mit und wenn ich eine finde, dann sage ich schon Bescheid. Ich weiß gar nicht, ob das sogar zählt, wenn du die mit aufmachst. Das müsste eigentlich sogar zählen, wenn du die Du mit solltest es aufmachst. endlich ausschalten, Kommandant. Also wenn du die aufmachst, dass die auch für mich zählt. Platziere das Nee, Waffenlager und noch den nicht. Werfer. Ich Fangen die hier wette. schon direkt an mit der Mission, oder was? Oh, manchmal haben sie seidig. Ja, ist ja komplett motiviert, ey. Im Keller, ich glaube aber nicht. Ich höre schon was. Oh, nur ein Tresor. Selten Tresor. Nein. Tresor ist ja auch keine Schatzkiste. So, na toll, in dem Haus war schon einer. Ach doch, eine habe ich schon mal. So, das ist eine von drei. Da haben wir schon die zweite. Das habe ich früher immer gemacht. Ich bin einfach nur über die Dächer gerannt. Nicht von Haus zu Haus gebaut. Doch, was mit den Kisten, glaub schon, dass das zählt. Auf jeden Fall mit dem Imitator hat das bei mir gezählt. Ja, der Inventator ist egal. Den kann irgendeiner random machen. Ach, guck mal, hier.
Gebäude, ey. Oh, pass auf. Ich hasse diese Gebäude, ey. Aber irgendwo gammelt eigentlich immer in der Regel eine Kiste rum. Eigentlich. Da ist bestimmt ein drin. Oh, jetzt meine Tagesaufgabe fertig. Genau so. Nein, ich glaube, hier ist keiner. Ein Auswärtsgebäude hat noch einen Keller. Ich nehme mich jetzt einmal komplett runter wieder. Und ich glaube, das Gebäude hat keinen. Nein. Machst du nur die Tagesaufgaben? Die Tagesaufgabe hab ich. Warte mal, komm mal. Auf die ich Automaten. Das sind V-Bucks. Wirklich? Ja. Ich glaube, ich habe noch nie eine gemacht. Ich mache immer nur die wöchentlichen Aufgaben, weil ich da meistens Vorteile fix rausbekomme. So die Schraubenschlüssel da. Ja. Ich mache Tagesaufgaben schon die ganze Zeit. Jeden Tag. Schau mal, weißt du, was das ist? Was? Um meiner Waffe rum. Ach, woher soll ich denn sowas wissen? Eierbär. Damit muss ich mich noch nicht beschäftigen. Sieh nicht mal irgendwo eine Kiste. Wenn du einen Decker hast, dann leuchten die Kisten doch eigentlich so. Ja. Dann siehst du das doch durch die Wände. Dun, 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 dun. So, da war ich, da war ich. Hier war ich. Die haben sie aber auch echt eigentlich, ey. Hä? Ach, die sind da unterm Kämpfen. Scheiße! Da ist sie doch. Das ist die dritte Kiste. Aber leider kann ich nicht haben. Naja, ich dachte. Es wäre auch schlauer, wenn du ein anderes Gebäude anguckst. Nehme ich nicht, wenn wir beide im selben sind. So, jetzt nur noch die blöde lebende Kiste finden. Komm mal her, ich glaube, hier ist eine Kiste. Ja, bist du. Das bist du nicht. Ja, hier ist eine. Wo bist du denn? Aber leider kein Imitator. Guck doch einfach auf der Karte. Ja, das ändert auch nichts, da sehe ich grüne Punkte. Dann
so in die Richtung und dann siehst du den Namen irgendwo. Ganz oben. Och nee. Ja, Sache 3 habe ich schon. Nur Müll. Wieder in irgendeinem scheiß Kellerloch oder so, ey. Warte mal. Ja? Guck mal, die habe ich bekommen aus dem Album. Hm. Ich glaube, wir haben schon alles jetzt. Kann die Automaten durchsuchen oder zerstören? Zerstören. Okay, ja, habe ich gerade gemacht, hat nichts gebracht. Ich habe meine fertig. Das ist auch jedes Mal eine andere, das ist nicht bei jedem dieselbe. So. Wie gesagt, ich habe die Tagesaufgaben noch nie gemacht. Ist das dein Ernst? Muss ja irgendwo noch ein Imitator sein. Ja, eigentlich schon. Oh, scheiße. Ja, jetzt. Ich sehe hier noch eine Kiste. Also, willst du die auch? Nee, ich brauch die nicht. Ja, ich sag ja, so oft findet man die halt eigentlich nicht. Ich meine, irgendeiner findet sie, ja. Nicht dein Tag. Hä, was wird jetzt hier geleuchtet? Schon noch so. Geil. Da war mir, da waren wir schon. Ich würde eigentlich behaupten, wir waren in jedem Gebäude. Außer. So. Komm, ich hab sie. Steht da oben rechts. Das? Ja. So, hier die Kiste müsst ihr nämlich dann finden. Die rappelt so. So, erstmal alles her aktivieren. Du musst ja eigentlich nicht das suchen. Du kannst einmal mit der Spitzhacke draufschlagen und dann kommt die da raus. Dankeschön. Aufgabe geschafft. Alle glücklich. Easy. So, fangen wir mal an mit der Bombe, hä? Bombe. Uff. Schön wär's. Alter. Ja. Ist ja mega weit. Hat er schon angefangen? Nö. Nee, die haben ja noch nicht mal die Schienen gebaut. Hm.
sucht nur noch eine, der andere ist glaube ich nicht. Nee. Das ist nur der. Der Weg wird eh wieder. Das Waffenlager ist jetzt in Betrieb. Füge zum Herstellen deiner ersten Bombe Blue Glow hinzu. Ja, ich hab keins. Wir sind Waffen für euch. Der wird ja mehr als blöd. Kann ich hier rum? Kann ja eigentlich nur hier hoch. Hier hoch. Ich hab da noch gar keine Schienen. Hat er noch keine aktiviert? Dabei bist du der Einzige, der vier Blue hat. Ich habe ein paar Schienen in dein Inventar gepackt. Ja, ich bin den Weg schon am Freien machen. Verbinde das Waffenlager mit dem Werfer, sobald du bereit bist. Ich bin multitaskingfähig. Während ich dir bei deiner Mission mit den Kackkisten helfe, mache ich auch schon die Hauptmission. Du bist ein Genie. E-Sportler. Ja. Verbindung hergestellt. Hä? Ja. Also, da sagst du nichts. Als nächstes müssen wir die Bombe zum Werfer transportieren. Mach dir um die Verteidigung der Schienen keine Sorgen. Falls die Bombe zerstört wird, können wir auch eine neue bauen. Da wirst du ballern und gleichzeitig in Bewegung bleiben müssen. Folge der Bombe und sorge für ihre Sicherheit. Erstmal hier das Lager vielleicht. Erstmal das Lager hier weg. Die Verbindung wurde unterbrochen. Hast du? Schienenverbindung hergestellt. So, wo ist denn der andere? Wo ist er denn? Ach, da hinten. Er kommt! Warum fährt die denn nicht? Missionskontrolle öffnen. Kannst du nicht machen, was du willst. Beschütze sie! Ich will auch fahren. Vor allem denk auch mal dran, zwischendurch zurückzufahren, gell? Kommen die von hinten? Nein, weit genug weg. Okay. Ich mach das so besser. Deine Mutter nimmt Schaden. Er wollte auch gerade sagen, die hat einen Hit bekommen. Aber sie nimmt Schaden. Ja, Prinzessin Lilifee ist immer noch da ganz hinten, wo wir angefangen haben und wirft immer noch. Nicht, dass sie gleich die Schiene kaputt machen. Geht doch nicht. Können die Schiene nicht kaputt machen. Hörst du der denn nicht zu? Immer dasselbe. Am Anfang eine starke Welle, dann kommen zwei, drei Stück, dann war es das wieder. Und dann halt das Ende. Die Welle war doch nicht stark. Ja, der Anfang, jetzt kommt sie aber. Schlimm ist, ich kann auf die Schienen nichts setzen, ey. Thank you.
ganz entspannt. Er hat Spaß. Ja, ich stehe hier die ganze Zeit und mach gar nichts. Ich verbrauche keine Munition. Oh. Aber ich muss noch schnell gewünschen. Nein! Ach doch! Mann. Meins! Tiefling. Damit mein Bär stärker wird. Mein Bär ist stärker, mein Bär hat Laseraugen. Die Verbindung wurde unterbrochen. Was? Schienenverbindung hergestellt. Ach, haben wir jetzt wieder ein ganz lustig. Ich hab ein Bärenteam zusammengestellt. Ah ja. Soll man das sagen? Wir haben's geschafft. Du musst schon zugeben, dass das unheimlich cool ist. So. Einmal Bob der Baumeister. Mein Heldenteam ist auf den Bär spezialisiert. Ach so. Okay, das reicht. Also auf die Fähigkeit. Die Bombe wurde in den Werfer geladen. Während der Werfer auflädt, visiert ihr den Riss automatisch an. Verteidige den Werfer und mach dich dabei auf einige ungebetene Gäste gefasst. Hätten wir vielleicht mal anfangen müssen zu bauen, wa? Warte, jetzt schieß mal nicht. Ich kann dir das gleich zeigen, das hat einen Bär nicht. Da ist keine Zeit für hier irgendwas zu zeigen. An der Wand ist noch einer. Och, eine Elite. Hau ab. Hast du gesehen? Keine Zeit hier irgendwas jetzt gerade zu gucken. Schienenverbindung hergestellt. So miese. Der war umfallen. Ja, meins. Ich bin schon mal der Einzige, der am Upgraden ist. Heute hat schon ein Spezialist. Der hat alles aus Holz gebaut. Ich werde ihn umbringen können. Ja, ist da einer drin? Ja, ja. Du Trottel. Was will er denn jetzt da drin? Das Upgraden ist bei der Mission nicht nötig. Das ist voll einfach. Aber wenn alles aus Holz gemacht ist, ist es auch kaputt. Das ist ja das Lustige. Immer schön meine Geschenkchen aufsammeln. Ein blödes Vieh. Gleich geht's los. Nur noch 30 Sekunden. Man Katzen hütet. Dann in die Luft jagen. Ist nicht nötig, sehe ich, was hier steht.
ein Bär. Zack, geschafft. Und alles nur in 3 Kistchen aufsammeln und eine fleischfressende Kiste. Warum machst du nur so wenig Schaden? Keine Ahnung. Ja. Oh, jetzt kriegt man eine bessere Kiste. So klar, wenn man sich durch die halbe Welt baut. So unlogisch. Halbe Runde sollst du nur abbauen und die andere Hälfte am besten nur bauen. Ja. Und dann auch fallen und dann bist du gut. Wie war denn das, was ich gesagt habe? Das hast du ja in dem Sturmschild 4 Video gesagt. Wie schnell haben die Gegner dich denn überrannt? Ich hatte aber auch einen dabei, der überhaupt nichts konnte. Ich weiß gar nicht, wie der mit... Ich auch, deswegen war das ja auch so schwierig. Ich weiß gar nicht, wie der mit seinem... 20. Ja, ich hatte 15. Ja. Na, ich hatte jetzt reicht es. Die Frau war eh schon müde, wollte schlafen, da ich gesagt, weißt du was, dann schlaf, dann... So, jetzt kannst du bei mir kurz im Stream gucken. Tagesaufgabe, 240 Gold, 50 V-Bucks. Ach so, ich habe gerade auch 30 V-Bucks bekommen. Ja. Das bekomme ich gefühlt bei jeder Mission. Ach ja. Okay. Was hast du? Eine potenzielle Gefahr, der ich mich vorsichtig nähern sollte. Pfadfinderin Jess. Apropos vorsichtige Annäherung. Yeah, Umwandlungsskizze. So, was haben wir denn jetzt hier wieder? Ach so, wegen dem Helden. So, Lama oder sonst was gibt's eh nicht. Ne. Dann würde ich sagen, war's das schon wieder. So, wie gesagt, die 3 Kisten öffnen plus die eine Kiste, die halt lebendig wird. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.